Moin, moin. Ja, mir geht's schon wieder ein bisschen besser. War ich nicht mehr ganz durchgelaufen die Nacht. Gerade in Ruhe gefrühstückt. Und ich habe gestern gesehen, hier gibt es einen Bismarckturm. Und da will ich dann mal hingehen. Der macht aber erst 13:30 Uhr oder so auf. Und jetzt ist gerade mal um 8 Uhr fertig gefrühstückt habe ich. Ich habe noch einen Kaffee. Ja, ich konnte um 6 Uhr nicht mehr schlafen. Ich bin dann aus dem Bett raus. War ja gestern auch 9:30 Uhr oder so schon im Bett. Zum Bismarckturm gibt's auch einen Cache. Und zwar Wachtelberg bis Marktor. Ja, der Berg ist der Wachtelberg hier. Kurz vor dem Thron von Wurzen. Aussichtsturm auf dem 148,5 Meter hohen Wachtelberg. Im Naturschutzgebiet Wachtelberg, Mühlbachtal. Dieser Cache soll euch zudem für seine im Frühjahr blühenden Osterglocken bekannten Wachtelbergturm Bismarckturm führen. An schönen Tagen hat man einen bis zu 40 Kilometer weiten Blick, Panoramablick über das Muldental. Der Turm ist in ein Naturschutzgebiet eingebettet, welches als ältestes Flechten-Naturdenkmal der Republik gilt. Löse ein paar Rätsel und schon bist du bei den Final Koordinaten. Ja, und jetzt wollen Sie hier wissen, erbaut im Jahre 1900 A8, also für A die Zahl. Das ist ja noch leicht rauszukriegen, einfach mal nachdenken, wann die meisten Bismarcktürme gebaut haben. Beschädigung des Turms im Jahr 19B5. Ja, da wurde beschädigt. Und da wollen sie halt auch das Datum haben. Ich werde jetzt hier die Lösung nie bekannt geben. Ende des Neuaufbaus. Nachdem der beschädigt wurde, wurde der neu aufgebaut. Bemerkenswert fand ich eigentlich, dass das zu DDR-Zeiten passiert ist. Ja, findet man wenig im Internet drüber über den Turm, wenn dann bloß das Baujahr. Ich habe dann ein Foto gefunden von der Informationstafel, die an dem Turm hängt. Und da standen die ganzen Daten da. Das heißt, ich habe meine Koordinaten, habe ich schon ins Handy gepackt. Muss ich dann sozusagen nur noch hinfahren. Hinlaufen. Und zugreifen, wenn ich ihn finde. Ja, der ist ja wirklich nie weit weg. Also piept's ja doch. Ich habe das gestern für einen Tinnitus gehalten. Erst auf dem Video fiel mir auf, hier pfeift's aber.
Das ist ein Ghost Cache oder auch virtueller Cache genannt. Hier sucht man keine Dose, sondern muss einfach eine Frage beantworten, um zu loggen oder ein Foto machen oder was auch immer. Nun folgt dem kleinen Weg in Richtung Gasthof zur Fähre. Er müsste euch nach Westen führen. Nach einigen Katzensprüngen erreicht ihr die Brücke über die Dänitzer Lache. Hier entstand dieses Bild. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr hier, so wie ich, ein tolles Froschkonzert hören. Lauft nun bis zum Ende der Brücke am Ende des Geländers auf der rechten Seite findet ihr eine kleine goldfarbene Plakette, welche euch den Erbauer der Brücke verrät. Das letzte Wort auf der Plakette ist der zweite Bestandteil des Passworts. Nun verbindet beide Worte wie in dem Beispiel Tierwort. Beachtet die Groß-Kleinschreibung. Jetzt dürft ihr loggen und gerne noch weiter bis zur Fähre spazieren. Was für ein Tier ist das? Hinter mir steht der richtige Wegweiser, den ich jetzt nicht ins Bild zeige. So, hier gab's mal eine Windmühle. Hier darf ich ja gar nicht. Uhr bis 16 Uhr. Hier liegt Google falsch. Tja, wir werden wohl keine Eidechsen sehen. Dazu ist es mittlerweile zu kalt. Nach den Koordinaten nach müsste das ungefähr hier sein. Die Dose zum Bismarckturm. Hier liegt was. Hat aber nichts zu sagen. Das könnte was sein hier. Ich muss die Hand reinlangen.
Gucken wir nochmal. Jetzt greife ich nochmal mit der Hand da hinten rein, ob es was gibt. Ach hier. Wenn das so einfach ist. So, ich bin einfach zur Zeit schon aufgestanden. Das ist gerade mal 10:30, jetzt gehe ich noch nie Mittag essen. Jetzt werde ich zum Auto zurückgehen und dann gemütlich weiterfahren. Ja, wieder zurück im Auto. Gibt euch nochmal ein Käffchen. Und hab gerade geguckt. Ich hatte ja eigentlich schon lange auf dem Plan Stassfurt. Da ist ein Fernseh- und Radiomuseum. Da sind ja die ersten Fernseher damals hergekommen. In der DDR und hatten schon lange eine Radioproduktion gehabt. Und das ist ja auch gleich da in der Nähe bei Bernburg. Und da wäre ich jetzt erstmal auf den Campingplatz in Bernburg fahren. Und morgen fahre ich in das Fernsehmuseum.